Hallo Freunde der leichten Unterhaltung, da sind wir wieder zu Let's Play Batman Arkham Origins. Und ja, der Batman, wie ihr Schon seht, mit dem Jezebel ist zwar Plaza auf erreiche dem nach Runden der Bildschirm, Waffenübung aber beschlossen ist, werde ich den Pinguin nicht nicht hier, um zu töten. spielen, noch nicht, aber er wird wiederkommen, keine Sorge. Und wir haben jetzt Folgendes vor: Wir müssen Black Mask finden und dazu gehört, finde den Pinguin und verhöre den Waffenhändler des Pinguins. Wenn wir danach gehen, das ist verhöre den Waffenhändler des Pinguins. Das ist also schon mal. Und hier haben wir sehen, wir gehen hier den Ursprung von Enigmas Übertragung nach. Das ist also so eine Nebenmission, wie immer mit diesen Riddler-Sachen. Aber Netzwerk-Zerstörer, um auf die Server. Ist zwar auch wie es nett, aber ich glaube, wir gehen erstmal über diese Brücke hier. Und versuchen erstmal dann hier so ein bisschen näher hinzukommen. Das Schlimme ist jetzt hier nur wirklich, dass man sich nicht überall ranhangeln kann. Das könnte für uns jetzt interessant werden. Sieht aus wie die Straftat, die laut Polizeifunkkabel stattfindet. Ich könnte versuchen, sie zu vereiteln, aber ich muss auch zu diesem Waffendeal beim Jezebel Plaza. Tja, was machen wir? Scheint zumindest alles Leute zu sein, die unbewaffnet sind. Vielleicht sollte ich endlich sauber werden. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich bin jetzt verheiratet und meine Frau will ein Kind. Bäh! Und los geht's hier. Ihr habt doch keine Chance, Batman. Okay, gut, vielleicht. Dark Knight Herausforderung abgeschlossen. Kontra 5 Angriffe. Na, ist doch schon mal was. Tippe LTLT an, um den Schnäppchen zu benutzen. Okay. Immerhin hier schon mal eine Sache geschafft. Der schlimmste Albtraum. Das hat man auch. Der eine fällt gleich mal so vor Angst schon hin. Diese Kombos sind noch nicht so mein Spezialgebiet. So, hier kommen wir schon mal wieder ein bisschen höher. So, die haben wir erstmal alle gekillt. Okay, da oben kommen wir hin. Ist eine lange Brücke. Ich sollte die Greifhakenbeschleunigung einsetzen. Wie, was für eine Greifhakenbeschleunigung? Batclaw, Batarang. Ach, das ist okay. Dazu muss ich aber erstmal höher kommen. Ich hoffe, Sie halten sich heute Nacht eher zurück, Sir.
Vertrau mir. Ich werde diese Killer ausschalten, bevor sie überhaupt wissen, dass ich da bin. Es geht nicht nur darum. Nachschaut, was da auf dem Dach herumfliegt. Ja, Grüße an Valbo an dieser Stelle. Auch wenn jetzt gerade Batman nicht da ist, sondern euer Joker. Ja, kannst mal sehen. Es ist Batman! Wie gesagt, das sind noch die einfachen Kämpfe hier. Bäh. So. Wir können uns wieder nur daran hängen. Hier wiederum nicht, warum auch immer. Ups. Wir gehen jetzt erstmal ein Stückchen weiter hier. Ich muss aber erstmal gucken. Wo müssen wir jetzt hier hin? Darin? Oh nee, wir sind ja noch gar nicht da. Was haben wir hier? Eingeschlossenes Datenpaket an einem Schließfach eingeschlossener Verschlüssel der Erpressungsdaten. Dieses muss geöffnet werden auf die Datei. Kann man das irgendwie mit dem Sequenzer hier machen? Würde mich auch mal interessieren, ob man da jetzt irgendwelche Missionen denn noch machen kann. Hier ist Brandon O'Brien mit einer herzerwärmenden Geschichte für unsere Hörer an diesem besonders kalten Heiligabend. Sie handelt von einer Wohltat für Bedürftige und großen Schritten. Die Bewohner des früheren Blackfire Obdachlosenasyls konnten sich schon heute Nachmittag über Geschenke freuen, als sie einen Berg von handverpackter Schuhkartons unter ihrem Weihnachtsbaum fanden. In einem Anflug von Weihnachtsstimmung spendete Gothams Lieblingsmilliardär Bruce Wayne 10.000 Paar Schuhe an die Obdachlosenstiftung mit dem Kommentar: Jeder verdient die Möglichkeit, seinen eigenen Weg zu finden. Der Brucey wieder. Spendet hier wieder. Wie ein Irrer. Ich benötige eine nicht beschäftigte Einheit für einen Spezialeinsatz. 66 Meter? Ach, also dass man hier sich nicht überall ranhangeln kann, ist nicht. Schon, das ist ein bisschen. Gut. Ich ahne noch, dass ich hier gleich irgendwo einen Absturz mache. Hallo? Ich bin doch hier gleich bestimmt. Oh, doch nicht. Okay. Schwein gehabt. Die sehen da alle nicht so.
nett aus, die Freunde. Meint ihr hier? Das wird jetzt schon mal ein interessanter Kampf, sage ich gleich. Oh, Backe. Ich sollte abhauen. Denn ihr merkt, ich habe nicht mehr so viel Energie. Das würde sich für mich nicht gut ausgehen. Ich muss irgendwo da lang kommen. Aber ich hasse es jetzt schon, dass man hier nicht überall hinkommt. Das ist das, was sie ja bemängelt haben, dass man nicht überall mit seinem Enterhaken hinkommt. Mit seinem Greifhaken. Ich glaube, wir sind jetzt, ja, wir sind auf dem richtigen Weg hier zumindest schon mal hin. So, was wird hier auf uns warten? Erst einmal keine Gegner. Das Bettsignal. Für mich jedenfalls markiert hier. Gerät hier immer schon. Hütchen spielen. Easy. Und was nun? Ich muss sagen, wir gehen erstmal eine Etage höher hier. Aussichtspunkt ist immer gut. Oh, und nicht so. Die Ecke kommt mir ein bisschen bekannt vor vom Vorgänger. Okay, nach da unten. Ich bin wohl als Erster hier. Ich muss eine Stelle finden, von der aus ich unbemerkt alles beobachten kann. Ja. War mir klar, dass man dazu den Pinguin. Wasserspeier muss. Er weiß über jeden einzelnen Deal in dieser Stadt Bescheid. Wenn jemand weiß, wo Black Mask und seine Killer sind, dann er. Aber er ist schwer aufzuspüren. Seine Leute ziehen hier einen Deal durch. Ich bringe sie zum Reden. Denn ich bin Batman. Also, ihr Kleinen, was wollt ihr denn zu Weihnachten? Ach halt, das weiß ich ja schon. Nicht gut. Waffen? Schau, wir mal für Batman nie gut. Zart, oder? Die Mimik hat sich wirklich nochmal stark verbessert. Vorgängern. Da oben sitzt der Weihnachtsmütze, hat wohl das Kommando. Ach.
willst du? Batmans Anfangszeit. Ach, ich dachte schon, er hat noch Leute umgebracht. Ist los. Spock's Würde. Schwör's vor mir! Zeit zu reden. Wo ist Common Part? Lass mich los! Wenn du willst. Batman Begins lässt grüßen. Schöne Baum. Mit dieser SIM-Karte kann ich vielleicht den Pinguin lokalisieren. Alfred, mein Funk ist irgendwie gestört. Kommt das von deiner Seite? Nein, Sir, nicht sie, es auch. Es kommt vom nächsten GCR-Turm. Dasselbe Signal, das auch die Autonavigation des Bedrings stört. Ich habe den Turm auf ihrer Karte markiert. Um den Pinguin aufzuspüren, muss ich dieses Signal abschalten. Okay. Stufenanstieg. Verhören wir den Waffen des Pinguins. Haben wir erstmal gemacht. Mal schauen, was wir jetzt hier wieder freigeschaltet haben. Nahkampfverbesserung. Okay. Das habe ich schon. Körperpanzerung. Und die ist wichtig, Freunde. Das sage ich euch. Kugelsichere Panzerung. Ich würde trotzdem mal sagen, wir gehen erstmal auf Panzerpanzerung. 50%. Ja, klingt schon mal sehr gut. Dafür sind aber noch nicht genug Sachen. Tauche über 25 Meter steil bergab. Okay. Schließe ich einfach ein AR-Gleitübung ab. Okay, also da sind auch noch viele Sachen wieder zu machen. Oh, hier gibt es aber auch viele Sachen. Hindere ihn nicht mal daran sein. Das ist das Material. Oh. Also wie gesagt, das sind all diese Nebenmissionen, wo wir natürlich dann auch mal sehen müssen. Ach man, ich hasse meinen Controller. Wie viel ich da schlussendlich mache. Also ich bin schon gewillig, das Spiel. Nicht nur die Story, sondern auch gerade mit Riddler und so gut durchzuspielen. Aber wie gesagt, ich denke mal, das wird auch wieder einige Monate sich ziehen, das ganze Let's Play. Also da ich ja auch noch andere Sachen hochlade, wie ihr wisst. So, also dann würde ich mal sagen, gehen wir also dahin, um diesen Turm zu... Wird wahrscheinlich wieder das gleiche sein, wie wo ich vorhin schon war. Kann ich mir vorstellen.
Oh oh. Seht ihr, was ich sehe? Ja, ich bin's, Batman. Ich komme hier gerade nicht weg. Hallo. Gibst du schon Aro? Ich kann es dir nicht verübeln. Das ist nicht gerade deine Stärke. Bla bla. Da muss ich sogar hin. Okay. Na dann kommt mal her, hier Jungs. Hallo? Na, wer will? Es macht einfach echt Laune, ne? Zuzukloppen. Du willst es also ernsthaft mit mir aufnehmen? Dann leg mal los. Ich freue mich schon darauf, dir beim Scheitern zuzusehen. So, was haben wir jetzt hier schickt? Ferngesteuerter Battering. Okay. Oh Gott, ist ja wieder. Ach du Scheiße. Nicht so einfach, wenn man mal den. Oh. Warum ist der ausgerechnet die Steuerung so? Die Steuerung ist nämlich verkehrt, hm? So, dann gehen wir aber mal da einfach rum. Wenn wir mal da hochgehen, oder? Oder kann er jetzt durch die Tür? So. Anstrengend, Batman. Genau so. Weißt du, wenn du nicht gefragt hättest, hätte ich dir aufgemacht. So siehst du aus, ne? Bleib draußen. Wünsche sind angebracht. Vielleicht bist du doch nicht so dumm, wie ich erwartete. Warum tust du das, Enigma? Bisschen mit dem Daumen rumspielen. Also, ich sag's dir. Gotham ist verdorben. Voller Vandalen, die die Stadt mit Gewalt kontrollieren. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Dann lass mich ausreden. Ich will sie loswerden, Batman, um Gothams intellektuelles und moralisches Niveau zu heben. Aber ich bin kein Schläger, wie du. Meine Methoden sind etwas raffinierter. Was du tust, ist nichts anderes als Diebstahl. Daran ist nichts Raffiniertes. Deine Antwort ist zu vorhersehbar, wie banal. Mach's gut. Gut. Mach's gut, gut. Das heißt, wir haben jetzt mit unserem Batwing wieder einen neuen Absetzpunkt. Und können jetzt auch Schnellreisen machen, wie ich gerade merke. Das heißt also, wir könnten uns jetzt auch hier zu diesem Punkt hin gleiten lassen. Was nicht das Schlechteste wäre. Finde Black Mask, finde den Pinguin. Leute, ich habe gerade keine Ahnung, wo das wäre. Blackgate Gefängnis, okay. Denn das hier ist Sehenswürdigkeit. Boah, vielleicht kommt ja noch irgendwas. Jetzt kann ich auf die SIM-Karte von Pinguins Handlanger zugreifen und Pinguins Funknetz hacken. Ah. Der Pinguin ist ziemlich angepisst über den geplatzten Deal. Ja, wenn ich was damit zu tun hätte, wäre ich schon aus der Stadt verschwunden.
Alfred, ich erhalte ein Signal von Pinguins Männern. Es stimmt aber mit keiner bekannten drahtlosen Frequenz überein. Ah ja, ich sehe es. Der Pinguin hat anscheinend sein eigenes Drahtlosnetzwerk errichtet. Mit Hilfe von Laptops, die als provisorische Funkstationen dienen. Er schickt seine Männer die Frequenzen über Walkie-Talkies. Zwei dieser Funkstationen sind ganz in ihrer Nähe. Na, das ist doch schön. Markiere sie auf meiner Karte. Wenn ich diese Walkie-Talkies hacken kann, kann ich seine Position triangulieren. Jetzt haben die Assassin gerade in die Position des Pinguins zu ermitteln, na, das wird doch klappen, denke ich mal, währenddessen. Schauen wir mal. Nahkampfverbesserung. Sind all so viele Sachen, was man hier freischalten kann. Aber ich denke mal, wir werden ziemlich schnell auch in den Leveln hier weiter aufsteigen. Gibt es hier irgendwas Neues? Nicht danach aus. Oh. Hier ist die SIM-Karte ist da. Ich überlege aber, ob wir diesen Funkturm jetzt erstmal aktivieren, was ja gar nicht mal so schlecht wäre. Damit man hier überall auch so schnell wie möglich hinkommt, in Park Row. Das heißt ja, wir müssen auf jeden Fall in die Richtung. Ich glaube, das war. Das ist ja, ja, überall, wo diese Türme hier sind. Gucken wir mal kurz hier in der Umgebung. Da unten, boah, es sind überall ziemlich viele Gegner. Ich bin auch gespannt. Ich weiß nicht, beim Vorgänger war es, glaube ich, so, dass wenn man Gegner an einer Stelle ausgeschaltet hat, sie trotzdem danach dort wieder welche aufgetaucht sind. Das war damals beim ersten Teil noch nicht so. Aber es ist schon, wie ich finde, ein bisschen schade halt, dass man sich hier nicht überall an jeder Ecke ranhangeln kann. Ui. Das sieht doch schon wieder interessant aus. Was hier der Hitler. Nee, das ist schon wieder fair so. Verschlossenes Datenpaket, das wird man auch erst nachher machen können. Aber richtig sind wir hier schon, ne? Auch mit dem Schnee eigentlich sehr gut gemacht. Bereit für Runde 3. Mal sehen, was du drauf hast. Oh, stimmt. Wir haben außerdem ein paar Dinge zu diskutieren. Aber dafür haben wir Zeit, wenn du fertig bist. Das heißt, falls du dazu in der Lage bist. Hab ich das falsche Hast du aufgegeben? Nicht Nein, traurig ich. Sein. Dein Intellekt ist nicht für so etwas gedacht. Aber erstmal eine Luke. Vorsicht! Du zerstörst da gerade öffentliches Eigentum. Kriegst du schrecklich eine Gemeinderatte? Wie vorhersehbar. So, wir müssen also auch hier wieder mal mit dem Battering arbeiten, habe ich so das Gefühl. Ich wette, das Ding zu steuern erfordert eine Menge Konzentration. Ups, das tut mir leid. Ach, okay. Ich hab's. Ach. Aber ich musste mal wissen, ob ich was an der Steuerung ändern kann. Battering-Steuerung würde ich gerne mal. Kann ich da auch was ändern?
Denn ehrlich gesagt geht mir das gerade tierisch auf die Nüsse. Wie es aussieht, nicht. Das ist natürlich. Ach so, hier. Ansicht umkehren. Batterienflugsteuerung eben umkehren. Da bin ich nämlich jemand, der. Ach, absolut nicht klarkommt mit sowas. Der Joker mit dem Battering. Na, geht doch. Easy. So. Jetzt müssen wir erstmal wieder die Tür aufmachen. Dann sieht das doch schon alles viel angenehmer hier aus. Oh, die arme Tür. Du solltest dich bei ihr entschuldigen. Interessant. Dir beim Knobeln zuzusehen war die reinste Freude. Das nächste Mal wird es noch herausfordernder. Das ist kein Spiel, Enigma. Oh, aber das ist es. Eines, aus dem du jederzeit aussteigen kannst. Also stör doch bitte nicht weiter meine Arbeit. Die Funktürme sind eine Sache, aber meine Agenten, meine Daten, meine Netzwerkrelais, die gehen dich nichts an. Also verschwinde! Bla bla. Schön. Erstmal wieder Erfahrungspunkte geholt.